Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lasst uns zocken! Planet Coaster war das Spiel. Wir haben einen verdammt großen Plan. Park. Aber einen Plan haben wir auch, eigentlich nicht. Aber zumindest haben wir einen verdammt großen Park. Der sich auch mittlerweile wieder ordentlich mit Gästen gefüllt hat, nachdem wir hier die Wartung durchgeführt haben. Und die Prestigewertung ist auch nach oben geschnellt. So soll's sein. Und ich würde sagen, wir machen mal irgendwie hier weiter. Denn, ja, wir haben noch ein paar Achterbahnen, die wir bauen können. Fahrgeschäfte, weiß ich gar nicht, ob da noch was dazugekommen ist. Doch, hier, da ist doch irgendwas dazugekommen. Den Genie. Den können wir sogar hier packen, im Zweifel. Das würde natürlich passen, weil der Platz wahrscheinlich sowieso mit nichts mehr dann ausgefüllt werden würde. Machen wir. Eingang und Ausgang. Dann machen wir hier den Eingang hin und hier den Ausgang. Verbinden wir den Rotz hier noch. 1, 2, 3. Wie viel sind es denn? Wahrscheinlich 4 pro Sitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12? Nee. 18. So. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21. So, sollte reichen. Machen wir mal 6 Dollar. Dollaris. Doch gleich viel weihnachtlicher aus. So, meine Fresse, ist der Park voll. Der ist voll bis oben hin. Aber ich bin erstaunt, wie gut die FPS sich... also ich habe es nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wie viel Frames ich tatsächlich momentan habe. Aber es fühlt sich noch annehmbar flüssig momentan an. Also es ist jetzt nicht mehr 60 Frames, definitiv nicht. Aber ich würde mal sagen, so knapp 30 sind es auf jeden Fall. Bei 6000 nicht schlecht. Ich habe ja schon im Euro Truck Simulator zu Weihnachten gesagt, dass ich ja jetzt auf Nvidia wieder umgestiegen bin, weil die AMD Grafikkarte, ich hatte ja eine RX 480 OC von Sapphire und derzeit von Inno 3D eine Eichel GeForce, ja, genau, GTX 1080, um das mal so in eine Relation zu bringen. Laut den Tests sind ja schon 67% dazwischen, allerdings machen die Treiber auch eine Menge aus. Und die Treiber sind einfach scheiße bei AMD. Die waren scheiße und sind leider immer noch scheiße. Ich habe ja extra mal geguckt, habe mir extra deswegen meine AMD wieder mal gekauft, weil ich gedacht habe, naja gut, gibt's denn mal Chance? Ja, schaust du mal. Aber ja, leider nee. Leider einfach nee. Hier sieht's ja auch nicht so prickelnd aus, ne? Schon besser. Hier muss ich auch noch mal irgendwas drüber machen. Das machen wir mal jetzt schnell. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die Gebäude bearbeiten. Jawohl. So, da müsste auch festlich ausgewählt werden. Das ist ein sehr gut.
das mal hier hin, schnell. Mal hier noch was hin. Dann brauchen wir ein Dach. Ein großes Dach. So, dann brauchen wir ein bisschen Szenerie. Jetzt habe ich Hunger auf Süßigkeiten. Na toll. Hast du ja toll gemacht, Spiel. So.
So. Sieht doch nach was aus. Jetzt machen wir hier noch eine hübsche Lichterkette über den Wagen, über den Lahm. So. So. Schön decent. Dann machen wir hier noch irgendwie so ein. So ein Ding hin. Was ist mit Münze? Okay. Frontier Expo. Ach ja, stimmt, das gab ja diese Expo. Expo. So, und dann brauchen wir hier noch eine Kamera. Ganz klar. Obwohl, haben wir hier nicht eine? Egal, man kann nie genug Kameras haben. Blub. Und Ambition Licht. Brauchen wir auch noch. Ah, Licht. Licht. Gib die Mann ein Licht. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich mach mal die hier. Okay. Fertig. Was ist das hier eigentlich? Luftballon und Erste Hilfe. Wird natürlich direkt bei dat. Luftballon. Aid. First Aid. So. Luftballon und Erste-Hilfe-Station im Weihnachtsziel. So. Das ist ja nur kleine Dings. Relativ unspektakulär. Und das Ding kann weg. Das wird nach vorne gestellt. Aber irgendwie will hier trotzdem keiner rein. Wie sieht es denn mit dem Prestige aus? Sieht eigentlich noch gut aus. Sieht mir zu rasant aus, wie immer. War ziemlich schnell vorbei. Ich nehme mal mit dem Preis noch mal ein bisschen runter. Wobei wir jetzt geldtechnisch nicht unbedingt Probleme haben. Hier muss ich auch noch, allerdings mache ich das später. Wobei hier wirklich irgendwie, ich glaube, hier muss ich noch eine Attraktion machen, dass die hier hinlaufen. Ansonsten gehen die nicht in das Riesenrad rein. So völlig vom Schuss ab, habe ich das Gefühl.
Aber da sieht man wieder das, was ich halt auch schon gesagt habe, dass die gehen halt zu den ganz guten, also die Attraktionen hin, die Spaß machen im Endeffekt. Und alles, was auf dem Weg irgendwie noch irgendwie passt, ja, wird dann noch abgegrast. Ich gehe nicht davon aus, dass hier, ja, der Spaßlevel ist natürlich nicht so hoch. Immer noch. Meine Fresse. 3000. 1500. Und 750. So. Ist aber auch kein schöner Ansturm. Gut. Was können wir denn da noch hinmachen? Fahrgeschäftmäßig. Der vielleicht mal ein bisschen mehr als nur gut ist. Den haben wir schon, ne? Ne, den haben wir noch nicht. Den haben wir tatsächlich noch nicht. Macht der denn Spaß? Mehr Spaß als das Teil. Machen wir das Ding doch einfach mal hier. Blockiert. Ernsthaft? Blockiert. Das ist ein Witz. Das ist einfach ein fetter Witz. Versteht ihr? Arm Witz ist das. Wirklich preiswert? Okay.
vielleicht noch irgendwas hinmachen? Das sieht nicht so aus. Sieht dann nicht gut aus. Oh, Scheiße, das Ding ist ja auch riesig. Hier auch wieder das gleiche Problem, ne? Geht keiner hin gut. Die Warteschlange ist jetzt auch nicht so sonderlich geil, aber die gehen halt wirklich nur dorthin, wo sie, wo die entsprechenden Achterbahnen sind. Wie sieht's hier aus? Sitzwirl hat ein technisches Problem. Nein, doch. Oh, sind das tatsächlich die letzten? Also zumindest war es der letzte Getränkestand. Mal wieder Personal schauen. Oh, die ersten wollten hier rein. Ach, da sitzen ja sogar schon welche drin und warten verbittert darauf, dass es endlich mal losgeht.
noch so ein tolles Dampf. Okay, eigentlich nicht. Das kann ich doch gar nicht verwenden, oder? Ich wollte gerade sagen. Das ist eins dieser neuen, Attraktion vom DLC. Das war ja genau abgeschätzt. Bestimmt noch einen mit drauf machen, oder? $15? Okay. Sechs ist immer gut. So, und hier können wir ja wieder ein bisschen Food hinmachen dann. Allerdings später, noch ist ja da nicht so viel los. So, Forschung. Ein Riesenrad! $7.000 Gewinn. Nicht schlecht. Läuft. Obwohl, den reicht doch. Nee, doch nicht. Der passt vielleicht sogar hier hin. Ach nee, hatte ich schon ausprobiert, hat nicht funktioniert. Alles gut.
Oh. Immerhin. Und jetzt geht ihr da rein. Verflucht nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, es ist einfach zu teuer, kann das sein? Ich wollte aber mit Christmas Dragon fahren. Eine blöde Warteschlange. So, jetzt habe ich es euch aber gegeben. Da liegt Abfall im Weg. Wie denn? Wo denn? Hier ist es richtig toll. So viel Platz. Ja, mit nichts gefüllt. Oh, da sind sogar welche hingegangen. Wieso gehen die hier hin, aber nicht in den fucking Ding da rein? Ja doch, jetzt gehen die ersten rein. Vielleicht doch zu teuer gewesen. Ein Riesenrad. Das Riesenrad sieht richtig winzig aus gegenüber den anderen. Ich überlege gerade, welche Achterbahn denn als nächstes gemacht werden könnte. Die hier sieht krank aus. Watercoaster. Da brauche ich allerdings Wasser für wahrscheinlich. Mal gucken. Obwohl, den habe ich schon, ne? Ja, den habe ich schon. Also eine richtige alte Achterbahn, wo nur vier rein können. Muss ich mal schauen, My Train. Überleg gerade, ob ich hier irgendwo eine Monorail hinzaubern kann, aber es wird, glaube ich, schwierig. Wobei der... Naja, man hat genug Platz. Du wirst direkt vom Eingang hier abgehen und dann hier den Ausgang setzen oder so. Der gerade aufgeploppt. Okay.
eine Flut. Die Leute, die alle wollen. Da kein Zuhause oder was? Das finde ich auch gut, dass die in Blick Richtung Ausgang spawnen. Ja, ich überlege, aber momentan, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen lohnt sich tatsächlich nicht, eine Bahn anzufangen. Weil ich kann danach erstmal nicht weiterspielen, das macht also nicht so viel Sinn. Weil sonst würde ich sie natürlich jetzt anfangen und dann in der nächsten Folge weiterspielen, weiterbauen. Aber so ist das natürlich auch ein wenig bescheuert. Gut, dann machen wir einfach kurz Tabula Rasa sozusagen. Wir machen jetzt Schluss für diese Folge. Und in der nächsten Folge geht das früchtgestärkt. What the fuck? What the fuck? What? What the fuck? What the fuck? What? 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 What the fuck? Warum? Warum funktioniert dieses Pestteil? Und warum funktioniert... Wo ist es? Warum funktioniert dieses Pestteil nicht? Dieses hier. Ich verstehe es nicht. Ist denn irgendwann mal fertig gelandet? Das ist um 5-mal aufregender als dieses Pestteil. Oder verpasse ich da irgendwas? Oder es ist genauso below. Oh, ja? Ich verstehe das nicht. Die Logik verstehe ich einfach nicht. Vor allem mittlerweile hat es auch komplett null Spaß. Ja? Vorher hat es noch 0, weiß ich wie, Spaß oder so, aber jetzt hat es einfach mal 0. 4,36. Also da, keine Ahnung, aber da müssen sie irgendwas machen, weil das kann nicht sein, dass das Ding hier im Grunde genommen genauso lame ist wie das hier. Ja. Beziehungsweise durch die Szenerien, die da drin sind, eigentlich ein bisschen hübscher ist. Aber nichts bringt. Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Wie die Behinderten laufen hier tausende von Menschen auf diesem Weg hierhin, um nur in diese fucking Attraktion reinzugehen. Und hier ist keine Sau drin. Naja, doch, mittlerweile sind da auch ein paar drin. Aber trotzdem, ja? Er ist so bescheuert. Einfach nur so bescheuert. Aber Milliarden von tausenden Benutzer gehen wegen dieser einen Attraktion hier hin. Und denken sich so, boah, ey, ist voll. Ja, dann geh ich wieder.
Ja? Wie dumm ist denn das? Vor allem billigste Attraktion hier auf diesem ganzen... auf dieser ganzen Fläche. Dieser ganzen Karte. Gut, die ist wahrscheinlich auch nochmal. Die nehmen sich beide nicht viel im Endeffekt, aber trotzdem, ja. Es macht einfach so wenig Sinn. Naja, will mir ja nicht beschweren. Die Kohle fließt ja, aber trotzdem. Es macht einfach keinen Sinn. Aber das sieht man halt, ne? Also, das sind halt so die Attraktionen, die halt am meisten besucht werden. Gut, hier gehen sie jetzt auch nicht so rein, weil hier natürlich auch die Warteschlangen-Szeneriebewertung nicht so doll ist. Das können wir ja aber ändern. Machen wir einfach kurz einen Prozess. Machen wir den hier hin. Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht, das Haus. Billo aus. Machen wir das Ding hier. Ja, das hat 96%. Mal gucken. Wie die Affen, ey. Die KI, beziehungsweise die Simulation von denen ist echt nicht gut. Das kann man einfach so mal stehen lassen. Ist nicht gut. Habe ich davon eigentlich einen Bauplan gemacht? Fällt mir aber gerade so nebenbei auf. Ne, habe ich nicht gemacht. Sag mal. Das Ding können wir übrigens löschen. Ja. Habe ich nicht gemacht. Ist das Test? Achso, da habe ich bestimmt irgendwas getestet. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das machen wir jetzt noch. Dann sind wir ja doch bei 45 Minuten. Nachdem ich 15 Minuten einfach mal rumgemeckert habe. Christmas Dragon. Kleine familienfreundliche Attraktion. Auch mal erstellen. Und hoch damit. So. Aber es nimmt langsam ein bisschen ab. Dafür tummeln sie sich hier wieder. Naja. Gut. Machen wir Schluss für heute. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann wieder ein paar Achterbahnen. Immerhin heißt das Spiel Planet Coaster. Und dann, weiß ich nicht, so in 5 Folgen oder so spätestens machen wir mal auch Schluss. Weil... ich glaube, man hat so mittlerweile auch einfach alles gesehen, was hier so ist. Und wie das Spiel an sich
mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen.